Herzlich willkommen zur Medienrunde nach unserem Heimspiel gegen den Sportclub aus Verl. Ein herzlich willkommen den Gästen aus Verl und dem Trainer Alexander Ende. Alexander, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Bitte dein Kommentar. Ja, guten Tag zusammen. Sicherlich nicht nur von der Minutenzahl. Ich glaube, es war schon die 90. Minute oder 90 plus X, als wir dann den 3-2-Siegtreffer geschossen haben. Ein glücklicher Sieg, muss ich sagen, heute. Gerade in der ersten Halbzeit vielleicht unser schwächstes Fußballspiel in der Art und Weise, wie wir kombiniert haben. Sehr behäbig, sehr langsam, immer wieder. Der Gegner ist gut gemacht, auf diese Pässe in die Mitte gewartet. Aber das, was wir ihnen angeboten haben, fehlerhaft gewesen, langsam gewesen im Passspiel und dann ein guter, griffiger Gegner, das haben wir erwartet. Die schnell umgeschalten haben und dann auch ja, verdient 2-0 in Führung gegangen ist, noch diese dicke Chance sogar aufs 3-0 hatte, hält der Luca uns im Spiel. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Moment für uns heute war und ein wichtiger Moment natürlich auch vom Zeitpunkt her kurz vor der Halbzeitpause, dieser Anschlusstreffer. Der hat uns wieder zurückgeholt in dieses Spiel. Zweite Halbzeit war dann gerade im Aufbauspiel in vielen Teilen besser, immer noch nicht richtig gut. Also wie gesagt, am Ende steht bei uns ein glücklicher Sieg mit keiner guten Leistung, wie ich finde heute. Aber wir hatten heute einfach auch das Spielglück. Ich weiß nicht, 85 Minuten. Ein Tor, was dann per Abseits nicht gilt. Das ist dann manchmal so, wenn du unten drin stehst, dann hast du das Pech. Wir haben jetzt in den letzten Spielen 7 Punkte aus 3 Spielen geholt. Wir haben dieses Quäntchen Glück uns sicherlich in den ersten Spielen erarbeitet, wo wir oft als Verlierer vom Platz gegangen sind, obwohl wir nicht die schlechtere Mannschaft waren. Ganz im Gegenteil, wir haben Spiele verloren, die wir nie verlieren durften. Und ja, heute nehmen wir mal diesen dreckigen Sieg mit und sind glücklich, dass es heute auch mal so gelaufen ist. Dankeschön. Danke, Alexander. Thorsten, bitte. Ja, Glückwunsch auch von meiner Seite. Egal wie er zustande gekommen ist, ich muss 100% meinem Kollegen recht geben. Ja, also er hat das Spiel sehr, sehr gut analysiert. Ich finde auch, dass wir eine richtig gute erste Hälfte gespielt haben, wo 45 Minuten alles genau so funktioniert hat, wie wir es uns vorgestellt haben. Dann passiert bei uns genau das Gegenteil. Ja, wir kriegen ja nicht das 2-1 aus einer guten Situation oder einer guten Staffette von Verl, sondern durch einen individuellen Fehler an unserem eigenen 16er, wo wir den Ball verlieren und somit Verl einladen, das 2-1 zu schießen. Und in der zweiten Hälfte war es dann so, dass wir auch in der Halbzeit der Mannschaft schon mitgegeben haben, dass wir das abstreifen sollten, die erste Hälfte, dass wir die zweite Hälfte genauso beginnen wollen, wie wir es die erste eben getan hat. Und das, was man gespürt hat, also nicht in der Kabine, sondern dann auf dem Feld. In der Kabine hatte ich schon das Gefühl, dass er die 15 Minuten auch genutzt haben, um mal durchzuschnaufen, um sich nochmal gegenseitig anzufeuern. Wir haben der Mannschaft auch nochmal unser Vertrauen ausgesprochen, dass wir glauben, dass wir die zweite Hälfte eben genauso spielen können. Aber der Ballast des Anschlusstreffers und damit verbunden die Angst, diesen Vorsprung, auch wenn es dann nur noch ein Tor war, wieder aus der Hand zu geben, die war eben größer als die Zuversicht, weiter so Fußball spielen zu können. Und damit haben wir dann natürlich Verl viel mehr den Ball gegeben. Wir haben sie schon vorne auch ordentlich angelaufen, aber wir haben eben nicht mehr den Zugriff, die Ballgewinne gekriegt, die Umschaltmomente gehabt, die wir noch in der ersten Hälfte hatten. Wir haben es auch uns nicht mehr getraut, von hinten raus eben rauszuspielen, so wie wir es in der ersten Hälfte noch getan haben. Alles, und ich habe gerade schon mit dem einen oder anderen Spieler gesprochen, damit verbunden, dass sie schon die Angst davor hatten, das aus der Hand zu geben. Ja, und in der zweiten Hälfte war es dann so, dass wir die letzten 5-10 Minuten dann schon nochmal investiert haben, versucht haben, diesen Dreier zu holen, alles reingeworfen mit dreckigem Fußball, das muss man auch dazu sagen, ja, viele zweite Bälle eingesammelt, aber mit viel Aufwand, mit viel Intensität. Und dann passiert genau das, was mein Kollege gesagt hat, dass wir das Tor nicht erzielen, weil es abseits war. Ich kann das im Übrigen nicht bestätigen oder das Gegenteil davon behaupten, ob es abseits war. Ich habe es noch nicht gesehen und kriegen dann als Krönung eben noch das 3-2 in der Nachspielzeit, was diesen Abend für uns noch mal bitterer macht, als er überhaupt schon dann war durch diese 2-0-Führung, durch diese 45 Minuten. Und ja, dementsprechend sind wir enttäuscht, wir sind niedergeschlagen, wir sind natürlich auch alles andere als glücklich heute.
Vielen Dank. Danke, Thorsten. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Hermann Kiewitz, bitte. Vincent Müller hatte schon nach dem Spiel gegen Regensburg gesagt, dass es ihn wundert, dass die Mannschaft immer nur eine Halbzeit spielt. Gibt es dafür eine Erklärung, außer dass man Angst hat, einen Vorsprung zu verspielen? Ja, wir haben objektiv haben wir wenig Erklärung dafür, weil alle anderen Daten stimmen halt nicht mit dem überein, wie es dann aussieht. Ja, wir laufen in der zweiten Hälfte gewöhnlich mehr als in der ersten Hälfte. Wir haben genauso viel gewonnene Zweikämpfe wie in den ersten Hälften. Das sind ja alles Dinge, wo wir logischerweise auch prüfen, was machen wir da anders. Sondern es sind eher so diese Themen mit Laufe des Spiels. Es ist logisch, Fußball in der dritten Liga für jede Mannschaft ist Abnutzungskampf. Ja, und dass im Laufe eines Spieles dann körperlich der Akku leerer wird bei beiden Teams und dann die Angst davor da ist, oh, schaffe ich es noch, den Ball zu klären, schaffe ich es, diesen Laufweg nochmal zu gehen. Möglicherweise ist das ein kleiner Ansatz. Aber nochmal, wir haben gerade darüber gesprochen, das war eben auch Inhalt, die Frage, die sie mir gestellt hat, Inhalt dieser Gespräche, warum in dieser zweiten Hälfte nicht mehr. Und die einhellige Meinung ist halt, scheiße, wir brauchen mal ein Erfolgserlebnis. Das ist total einfach dahingesagt, weil man es eben nicht geschenkt kriegt. Aber ich glaube, dass das schon ein ganz wichtiger Punkt ist. Und jeder, der Fußball gespielt hat, der Fußball erlebt hat, der weiß genau, dass solche Dinge eminenz wichtig sind. Wir können gerne drüber reden, wir können den Jungs Vertrauen aussprechen, wir können uns gegenseitig die Schulter geben zum Anlehnen. Erfolg ist durch nichts zu ersetzen. Ich würde gerne noch eine Frage stellen. Sie haben ja bei Ihrer Transferpolitik vor allen Dingen auf Offensivkräfte gesetzt und heute dann aber einen Innenverteidiger als Stürmer gebracht. Wie darf man das bewerten? Das hatte ich eigentlich schon im Vorfeld des Spieles gesagt, ja, dass wir aufgrund der Vorbereitungszeit, wo Benny Girt 3 Wochen ausgefallen ist, wo Pascal Köpke eine Weile nicht mittrainiert hat, wo Philipp König ausgefallen ist, wo aber auch Alex Eswein später zugestoßen ist, natürlich alle nicht in hundertprozentigem Besitz ihrer Kräfte sein können, was 90 Minuten Fußball anbetrifft. Wir wussten aber, dass wir mit Basti einen sehr körperlich starken Spieler da haben. Wir wussten, dass wir jemanden haben, der dort ordentlich Theater macht beim Gegner, bei den Innenverteidigern im gegnerischen 16er und dass wir zusätzlich noch eine Option haben, für den Fall, dass wir eben nicht kontrolliert rauskommen. Und das war heute sicher Thema bei Ferl, weil wir wussten, dass sie sehr intensiv, sehr aggressiv, sehr hoch anlaufen. Dass wir immer die Option haben, auch mal einen Chipball nach vorne zu spielen, den wir festmachen können, den wir verlängern können. Ich finde auch, dass genau diese Entscheidung nicht die schlechteste war. Hat uns aber eben nicht geholfen, das Spiel zu gewinnen. Ja, trotzdem gab es heute die ersten Signer-Rausrufe, ziemlich laut auch am Ende. Was macht das mit dir nach so einem Spiel? Ja, schön ist es nicht. Ja, ist ja keine Frage. Also wir befinden uns dann trotzdem in einer Welt, wo wir alles Menschen sind, wo wir Gefühle in uns tragen und das ist nicht schön. Auf der anderen Seite ist es auch nichts Ungewöhnliches. Ja, also wenn man so einen Saisonstart hinlegt, wie wir es getan haben, ist es logisch, dass die Fans, die Leute nicht zufrieden sein können, die ihr Herzblut für diesen Verein geben und dann passiert genau das, was eben heute passiert ist. Es schreien ein paar. Das war möglicherweise schon beim letzten Spiel oder nach dem letzten Spiel so. Und mit so einem Verlauf eines Spiels gesellen sich welche dazu. Und dann werden es mehr, es klingt lauter, keine Frage. Für mich ist es viel wichtiger, auch wenn ich das nicht total abstreifen kann, ist ja logisch, ich bin ein Mensch, viel wichtiger, mit meinem Trainerteam und mit der Mannschaft in den Spiegel schauen zu können. Und wir haben alles dafür getan in den letzten Tagen, total hart gearbeitet, viele Gespräche geführt, viele Dinge aufgearbeitet und wir sind gut vorbereitet in dieses Spiel gegangen. Und das hat man heute, die erste Halbzeit, glaube ich, auch gesehen, dass wir gut vorbereitet waren, dass die Mannschaft gewillt ist, eben diesen Bock umzustoßen, von dem ich vor dem Spiel gesprochen habe. Und trotzdem ist es uns heute noch nicht gelungen, das zu schaffen. Ja, Mai hat dich gerade auch nochmal in Schutz genommen und gesagt, dass ihr einen Plan fürs Spiel hattet. Trotzdem, wie schafft ihr dann den Turnaround, wenn der Plan eigentlich steht, aber es nicht umzusetzen ist im Spiel? Diese Frage hatte ich eigentlich gerade schon beantwortet. Erfolg ist durch nichts zu ersetzen. Ja, wir brauchen einfach mal ein Ergebnis. Wir brauchen nicht nur das Erlebnis, eine Phase im Spiel, sondern wir müssen am Ende was in Händen halten können. Und das wird der Plan sein. Wir werden den Jungs weiterhin den für uns besten Plan mitgeben, um in Spiele zu gehen, um auf den Gegner vorzubereiten. Wir werden die Jungs in einen
maximal guten körperlichen Zustand in die Spiele schicken und dann brauchen wir aber was in Händen nach dem Spiel. Ansonsten können wir noch so gut die Jungs vorbereiten, die können uns noch so sehr in Schutz nehmen wollen und loben für diese Vorbereitung. Erfolg ist durch nichts zu ersetzen. Ich würde dann doch gerne noch einmal eine Frage stellen. Sie hatten im Vorfeld mehrere Punkte angesprochen, die Sie in der Länderspielpause bearbeiten wollten. Keiner davon hat irgendwie wirklich funktioniert. Sie wollten die bei Standards sicherer stehen, das dritte fiel, glaube ich, nach einer Ecke, wenn ich das richtig gesehen habe. Sie wollten einfache Gegentore vermeiden. Zumindest das erste war ein deutlich einfaches Gegentor. Warum sieht man keinen Baufortschritt? Also empfinden Sie das wirklich so? Also ist die Frage tatsächlich ernst gemeint? Ja, okay. Die Erklärung für unser erstes Gegentor wüsste ich gern mal, wie man das trainiert. Um dann einen Fortschritt zu sehen. Einen individuellen Fehler von einem Spieler, der auch nur ein Mensch ist, hätten wir da im Training was anders steuern können? Das ist nicht das, was ich sagen wollte. Was ich sagen wollte, war, dass Sie gesagt haben, wir versuchen, diese individuellen Fehler zu vermeiden und nicht mehr in die Situation zu kommen. Ich glaube, der genau. Basti Meyer hat es jetzt so gesagt, ne, man kann den Ball auch noch irgendwie wegdreschen. So ist es, so ist ja. es. Genau, das ist einfach die Lösung oder wäre die Lösung gewesen für Alex Eswein in dieser Situation. Ja, die hätte er im perfekten Fall vorher wissen können, hat er aber leider nicht. Und so fällt das Gegentor. Und dann betrachte ich einfach wieder das Spiel insgesamt. Ja, wir haben alle langen Einwürfe von Torge Beto sehr gut verteidigt, waren da sehr kompakt. Ja, heißt also, genau darauf waren wir vorbereitet. Wir haben zwei Tore aus dem Spiel heraus erzielt. Ja, das ist sicher auch, woran wir gearbeitet haben, was wir bisher nicht getan haben. Auch wenn Basti May nominell in der Kaderliste nicht unter Stürmer geführt wird, hat eine Offensivkraft aus dem Spiel das Tor geschossen. Wir haben sehr kompakt, sehr gut gegen den Ball gearbeitet, bis zu diesem ominösen 2:1. Ich glaube, das waren schon ein paar Sachen. Aber nochmal, was nützt uns das, wenn wir am Ende keinen Ertrag kriegen? Dann sehe ich keine Nachfragen mehr. Vielen Dank für die Fragen und die Antworten. Alexander, euch guten Heimweg. Viel Erfolg Dankeschön. In den kommenden Wochen und uns natürlich auch, Thorsten. Danke und gutes Wochenende. Danke.